Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen den Referenten zunächst einmal vorzustellen. Sein Name ist Paul Vorberger. Eigentlich wären es zwei Referierende gewesen. Leider muss sich Frau Professorin Fichter entschuldigen, krankheitsbedingt. Aber Herr Vorberger wird den Vortrag alleine bestreiten und ich darf ihn kurz vorstellen. Studierte Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft und Wissenschaftsmanagement an der TU Berlin. Er arbeitet im Moment auch an der TU Berlin im Bereich Internationales und hat die Projektkoordination von Enhance hier inne. Das ist ein Zusammenschluss von 10 innovations- und forschungsstarken technischen Universitäten im europäischen Bildungsraum. Ja, dazu werden wir jetzt auch mehr erfahren und ich freue mich, wenn Paul jetzt direkt mit seinem Vortrag startet und auf spannende 30 Minuten. Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einleitung. Auch von mir nochmal ein herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unser Thema interessieren. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht und würde da jetzt immer den Bildschirm teilen und hoffe, dass das schon mal funktioniert hat. Ich sehe ein Nicken, sehr schön, wunderbar. Und dann würde ich auch gleich einsteigen. Ich sehe Sie selber jetzt im Moment nicht mehr, aber ich habe am Ende auch noch mal eine Folie eingebaut für Fragen, die vielleicht im Laufe des Vortrags aufkommen könnten. Falls ich zwischenzeitlich, weiß ich nicht, die Bildschirmteilung verliere oder so, dann kann bestimmt die Moderation noch einmal kurz mir Bescheid sagen. Okay, vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute vorstellen, was wir in unserem Enhanced Future Lab gemacht haben. Das ist ein Workshop-Format gewesen, was wir bei uns in der Enhanced Allianz durchgeführt haben. Zum Einstieg möchte ich noch einmal ganz kurz erklären, was unsere Allianz denn eigentlich ist. Dann darauf eingehen, welche grundlegenden Ideen und Prinzipien wir dem Workshop zugrunde gelegt haben. Einmal kurz vorstellen, was wir dann eigentlich gemacht haben, welche Ergebnisse wir erzielt haben und wie wir diese im Nachgang weiter verwendet haben. Und ja, ich sehe gerade der sechste Punkt, der ist eigentlich nochmal rausgefallen. Sie sehen es auch, die Folien, die ich vorbereitet habe, sind auf Englisch. Ich denke aber, wir sind deutschsprachig und ich würde bei Deutsch als Vortragssprache auch bleiben. Ansonsten, falls jemand gerne das auf Englisch auch nochmal haben möchte, dann auch vielleicht kurz im Chat einfach Bescheid geben. Gut, zur Enhance Allianz. Enhance ist ein Zusammenschluss aus im Moment 10 europäischen Universitäten. Das Future Lab, das ich vorstelle, das fand schon im vergangenen Jahr statt. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch eine Allianz aus 7 Universitäten. Wir sind also in der Zwischenzeit gewachsen. Ich habe hier einmal die Liste mitgebracht, wer bei uns alles vertreten ist. Und Sie sehen wahrscheinlich schon, es sind alles relativ große oder einige auch große und bekannte technische Universitäten in Europa. Was uns alle aber auch nochmal verbindet, ist, dass wir alle auch eine geisteswissenschaftliche, humanwissenschaftliche Perspektive haben. Und zum Beispiel bei uns an der TU Berlin, deshalb auch Frau Professorin Fichter vom Fachbereich Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaften, auch ihre Counterparts an den jeweiligen Universitäten finden und dort auch zusammenarbeiten können. Wir sind Teil der European Universities Initiative. Das ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die mittlerweile über 500 Universitäten in ganz Europa umfasst und inzwischen in ungefähr 60 Allianzen ähnlich zu Enhance gemündet ist. In Deutschland beteiligen sich über 50 Universitäten an der Initiative. Das Ganze wird seit 2001 gefördert aus dem europäischen Erasmus-Plus-Programm und ist eigentlich ein sehr spannendes Projekt eine sehr spannende Initiative, in dem sehr viel im Moment passiert, was Innovation, internationale Innovation, vor allem in der Hochschullehre, aber zum Teil auch in der Forschung angeht. Und ich kann Sie da nur einladen. Ich selbst bin, wie gesagt, in der Koordination der Allianz hier bei uns an der TU tätig. Ich kann Sie nur einladen, an Ihren Universitäten mal nachzuschauen, ob es vielleicht ähnliche Allianzen gibt. Da passieren jedenfalls ganz, ganz spannende Sachen immer mal wieder. Ziel der ganzen Initiative ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulraums weiter zu stärken, indem man eben dafür sorgt, dass sich die Universitäten weiter modernisieren, innovative Lehrformate an den Start bringen.
sich weiter untereinander vernetzen, untereinander profitieren von der Zusammenarbeit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch nochmal die europäischen Werte, die europäische Identität weiter zu fördern innerhalb vom europäischen Hochschulraum. Gerade im Monat Juni mit den Europawahlen vor der Tür ist das eben auch nochmal ein ganz zentrales Thema, mit dem sich die Allianzen immer wieder beschäftigen. Ich habe hier einmal nochmal kurz unser Mission Statement mitgebracht und unsere Ziele, die wir gerne erreichen wollen mit der Allianz. Wir setzen uns eben dafür ein, dass Bildung innerhalb von Europa möglichst ohne Grenzen, ohne Barrieren stattfinden kann. Das heißt, wir sprechen hier von vereinfachten Studierendenmobilitäten zwischen unseren Hochschulen. Wir sprechen auch darüber, neue Mobilitätsformate zum Beispiel zu entwickeln. Dabei auch ganz wichtig, diese Mobilitätsformate, zum Beispiel Kurzzeitmobilitäten oder auch digitale Mobilitäten, wenn man es so nennen möchte, diese Mobilitätsformate auch gemeinsam mit Studierenden Co. zu designen. Und wir möchten eigentlich dahin kommen, dass wir innerhalb der Allianz ein Modell entwickeln, wie denn eigentlich die Universität der Zukunft aussehen kann. Das Ganze machen wir eigentlich, indem wir versuchen wollen, wirklich nachhaltig Strukturen an den Universitäten auch zu verändern. Das heißt, obwohl wir ein Projekt sind, was aus dem Bereich Internationales kommt, sehen wir uns eigentlich als Hochschulentwicklungsprojekt oder als Hochschulentwicklungsallianz auch, könnte man so sagen. Und da ist auch genau der Ansatz, wo unser Enhanced Future Lab reinpasst, dass ich Ihnen jetzt in Vertretung von Frau Fichter auch noch etwas weiter vorstellen möchte. Die Idee dieses Future Labs war es nämlich, Schülerinnen, also noch gar nicht Studierende, sondern wirklich Schülerinnen aus unseren Partneruniversitäten, aus im letzten Durchgang aus 7 europäischen Ländern, zu uns an die TU Berlin einzuladen und mit den Schülerinnen schon zu diskutieren, wie stellen sie sich vor, in Zukunft zu lernen, was möchten sie gerne lernen, was sind in ihren Perspektiven zukünftige Herausforderungen in der Hochschullehre, welche Entwicklungen sehen sie vielleicht und wie sehen sie auch ihre eigene Rolle im Kontext von gesellschaftlichen Herausforderungen, die in Zukunft auf uns zukommen werden. Das Ganze hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man diesen generativen Ansatz weiterverfolgt und eben sagt, wir haben jetzt Generation X, Y und Z. Höchstwahrscheinlich kommt in den nächsten Jahren Generation Alpha. Vielleicht sind wir aber auch schon drin in Generation Alpha. Wenn ja, was bedeutet das denn eigentlich? Also mit welchen Voraussetzungen gehen zukünftige Studierende eigentlich in die Universität hinein? Wie werden sie denn eigentlich lernen? Diejenigen, die schon lange mit KI aufgewachsen sind, die sich in künstlichen Realitäten bewegen, wie es vielleicht die aktuellen Studierenden mit E-Mail, mit Chatprogrammen getan haben. Es gibt eben einfach eine Weiterentwicklung, auf die man als Universität reagieren soll oder sollte. Und die Fragen, wie wir das am besten machen können, möchten wir eben gerne klären, indem wir auch mit denen sprechen, die sie dann wirklich betreffen, nämlich mit den Schülerinnen und Schülern, die in einigen Jahren dann Studierende an unserer Universität sein werden. Den Generationenansatz habe ich schon kurz erwähnt. Der Workshop, den wir gehalten haben, wurde eben von Frau Professorin Fichter und ihrem Team mit begleitet und auch forschend mit begleitet. Das Ganze beruht dann eben auch wieder auf Prinzipien aus der qualitativen Sozialforschung, einen teilnehmenden Forschungsansatz. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die bei uns im Workshop waren, die waren eben nicht nur Teilnehmende, sondern eben auch Akteure dieses Workshops, haben ihn selber mitgestaltet und sind eigentlich gleichzeitig in Anführungszeichen Untersuchungsobjekte gewesen, aber eben gleichzeitig auch für uns wichtige, ja, Agenten oder Informationsquellen, die wir dann wieder nutzen können, um eben unsere Aktivitäten weiterzuentwickeln. Da wir mit Kindern bzw. Jugendlichen gearbeitet haben, die in der Regel minderjährig waren, war es für uns nochmal ganz wichtig, uns über bestimmte Aspekte oder Perspektiven Gedanken zu machen, dass wir uns darüber im Klaren sein mussten, warum möchten wir die Partizipation von Kindern und Jugendlichen haben und was müssen wir dabei beachten. Die hat Frau Professor Fichter hier nochmal zusammengefasst. Also wir haben zum einen natürlich aus der Kinderrechtsperspektive das Recht der Kinder und Jugendlichen, ihre eigene Meinung auch auszudrücken, sich selbst einzubringen. Wir haben dann natürlich auch noch die gesellschaftliche Perspektive, die wichtig ist.
Das heißt, als Gesellschaft möchten wir demokratische Werte natürlich und möglichst zeitig an Kinder und Jugendliche heranbringen, möchten sie in Entscheidungsfindungsprozesse mit einbeziehen und möchten sie eben auch dazu ermutigen, wirklich aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das sollte dieser Workshop eben auch noch mit bewirken. Dann haben wir natürlich auch noch die Bildungsperspektive. Wir möchten oder wir haben das als Universität auch in unserem Leitbild Lehre drin zu stehen, dass wir unsere Lehre gern studierendenorientiert gestalten möchten, das heißt Studierende auch mit einbeziehen möchten in Lehraktivitäten, das co-designen möchten. Und das fängt halt jetzt für uns in diesem Enhanced-Kontext auch tatsächlich schon damit an, dass wir sagen, wir möchten auch die Kinder und Jugendliche in einem ersten Schritt schon mit dabei haben, um eben darüber zu reden, wie Universität morgen aussehen kann. Das Ganze natürlich im besten Falle zum Wohle der Universitätsentwicklung, also die institutionelle Perspektive, die dadurch auch gestärkt werden soll. Und als europäisches Projekt ist es uns da natürlich dann auch wieder wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen sich dann auch in einem europäischen, in einem internationalen Kontext bewegen und austauschen können. Das fängt zum Beispiel dabei an, dass wir die gemeinsame Sprache finden müssen, die in der Regel Englisch ist. Aber auch wirklich den Kindern und Jugendlichen in einem sehr frühen Zeitpunkt schon die Möglichkeit zu einem internationalen und interkulturellen Austausch auch bieten möchten mit dem Workshop. Zum Workshop selber, ich habe es schon erwähnt, die Kinder und Jugendlichen waren in der Regel minderjährig. Wir haben an unseren Partneruniversitäten Kontakt aufgenommen zu Schulen, zu den Abschlussjahrgängen vor allem. Und haben da einen kleinen Auswahlprozess gestartet. Das heißt, es wurde lokal jeweils in den Partnerstädten geschaut, was sind vielleicht geeignete Schulen. Wir haben auch geschaut, dass wir jetzt nicht unbedingt die Elite-Schulen, sage ich jetzt mal, bekommen, sondern vielleicht auch verstärkt auf Schulen geguckt haben, die in sozial schwächeren Stadtteilen liegen. Haben dann aber natürlich immer auch nochmal geschaut, dass uns die Schulen Kinder und Jugendliche empfehlen können, die auch entsprechendes Interesse und entsprechende Leistungen zum Beispiel auf Englisch, auf dem Englischniveau auch mitbringen, so dass der Workshop auch gut ablaufen kann. Sie sehen, wir haben aufgeschrieben 6 europäische Länder. Es haben nicht alle unsere Partner mitmachen können. Wie gesagt, damals waren wir noch 7 Partner. Und wir hatten am Ende 18 Schülerinnen und Schüler bei uns im Alter von so 14 bis 16 Jahren. Und um einen ersten kleinen Eindruck zu geben, wie die Stimmung so war, würde ich ein ganz kleines Video zeigen wollen. Der Kürze der Zeit geschuldet, es ist nur ein kleiner Ausschnitt, es ist nicht das komplette Video. Das habe ich später aber auch nochmal verlinkt für Sie in der Präsentation. Und ich hoffe, das funktioniert. This Future Lab is about Futuro, Framtid, Zukunft, Przyszłość. Framtid, Futuro, Futuro, Framtid, Zukunft, Przyszłość, Futuro. Enhance is a European network of 7 universities of technology with the aim to grow together and build something like one campus together. We want to invite children, young people and young adults to participate in this process because they are the future students. That's why we have invited young people from all these countries to discuss questions like how do they want to learn? What do they consider to be future challenges? How does a good university look like? And yeah, we're very much looking forward what their perspectives are. Genau, da im Video haben Sie schon Frau Professor Fechter einmal im Hintergrund gehört. Sie ist im Nachgang auch auf jeden Fall per E-Mail auch immer noch mal gerne erreichbar für Fragen und Anregungen. Die E-Mail-Adresse ist am Ende der Präsentation auch dann noch mal eingeblendet. Zum Workshop selber, im Video haben Sie es gesehen, wir haben versucht, das möglichst aktiv zu gestalten, das heißt, Kinder und Jugendliche auch zu motivieren durch verschiedene Gruppenbildungsbeispiele zum Beispiel. Wir haben auch versucht, eine gute Balance zu finden zwischen wirklich der eigentlichen Workshop-Arbeit, eben an diesen Fragen, die ich eingangs vorgestellt hatte, und aber auch, ja, soziales oder Freizeitprogramm mit anzubieten, um eben der Gruppe die Möglichkeit zu bieten, Berlin so ein bisschen zu entdecken, als Gruppe zusammenzuwachsen, Vertrauen untereinander zu entwickeln, was dann natürlich auch dazu beiträgt, einen geschützteren Raum zu haben am Ende wieder, in dem sich die Kinder und Jugendliche auch wirklich äußern können. Da die Kinder und Jugendlichen minderjährig waren, waren sie in der Regel auch in Begleitung eines Erwachsenen vor Ort.
Das waren entweder Elternteile oder teilweise auch Lehrerinnen. Das heißt, es waren auch vertraute Personen mit dabei, für die wir dann aber auch wieder Side-Programs mit angeboten haben, damit wir wirklich auch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen teilweise alleine unter sich haben konnten, damit sie sich auch frei äußern konnten. Das Ganze haben wir mit Unterstützung von externen Trainerinnen und Trainern gemacht, eben auch, weil es für uns wichtig war, in der ja dann auch pädagogischen Arbeit wirklich auch professionelle Unterstützung dabei zu haben, nicht nur die Forschenden quasi, die wir an der Universität haben, sondern eben auch wirklich Leute, die pädagogisch da geschult sind. Methodisch wurde eben mit verschiedenen Formaten gearbeitet. Es ist alles relativ kreativ orientiert gewesen. Und als Outcome haben wir dann eben ja diese Videodokumentation gehabt, verschiedene Zeichnungen der Kinder. Sie haben kleine Theatersketche eingeübt, haben Memes erarbeitet, in denen sie eben ihre ja, Zukunftsvision verarbeitet haben. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht auch zur Orientierung. Dieses Board University of Horrors fand ich ganz schön. Ich hoffe, ein bisschen was davon ist vielleicht auch lesbar. Also die Vorstellungen, wie man eigentlich die Universität auf keinen Fall haben möchte. Links davon die Universität der Träume. Das und auch noch andere Übungen haben wir dann so ein bisschen zusammengepasst und haben als Kernaussagen oder als Kernpunkte eigentlich festgestellt, dass sich die Schülerinnen und Schüler eine ja zugängliche oder frei zugängliche höhere Hochschulbildung eben für alle wünschen, dass sie großen Wert darauf legen, das Thema Wellbeing unter den Studierenden auch beachtet zu sehen. Das heißt, dass es nicht unbedingt nur um das Fachliche geht, sondern eben auch, wie wohl können wir uns fühlen in der Universität und im Campus. Das Thema Campus wird sehr damit verbunden, dass man sich einen attraktiven Campus wünscht, einen grünen Campus, einen nachhaltigen Campus. Das sind natürlich Sachen, die man als Universität eigentlich immer sehr gerne erfüllen möchte, aber natürlich auch so ein bisschen an die Grenzen der Möglichkeit manchmal stößt. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich außerdem eine größere oder eine große Fächervielfalt, was man auch interpretieren kann in die Richtung, dass ein interdisziplinäres oder vielleicht sogar auch transdisziplinäres Angebot gewünscht ist. Man wünscht sich viel praktische Lernmöglichkeiten, also wirklich auch Hands-on-Möglichkeiten, Labore, in denen man Sachen ausprobieren kann. Und ganz wichtig war ihnen auch, dass man darüber reflektiert, wie, wir sind alles technische Universitäten, wie Technologie von morgen verantwortungsbewusst entwickelt werden kann. Also die Rolle der zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure in der Gesellschaft ist durchaus schon auch etwas, worüber die Kinder und Jugendlichen reflektiert haben. Wie gesagt, die Ergebnisse dieses Workshops wurden in verschiedenen Quellen dann zusammengefasst, zum Beispiel auch in der Videodokumentation, die hier nochmal verlinkt ist. Ich glaube, ich kann Ihnen die Folien im Nachgang auch nochmal zukommen lassen. Beziehungsweise, wenn nicht, kann ich im Anschluss gleich auch einen YouTube-Link nochmal in den Chat posten. Da können Sie sich dann das ganze Video auch nochmal anschauen. Und einen kleinen Bericht haben wir auch nochmal erstellt. Und all diese Quellen benutzen wir in verschiedenen Kontexten auch jetzt immer wieder weiter. Zum einen haben wir natürlich den lokalen Kontext, das heißt Kinder und Jugendliche, die teilgenommen haben, jetzt wieder zurückkommen in ihre Heimatgemeinden oder auch in ihre dann zukünftigen Universitäten, nehmen natürlich schon das mit, was sie erarbeitet haben und können das auch weiter vermitteln. Für uns als Allianz ist das auch eine ganz wichtige Quelle für den Design von unseren zukünftigen Aktivitäten. Also das sind zum Beispiel Summer Schools, das sind zum Beispiel einzelne thematische Workshops, das sind zum Beispiel Kurse, die wir über das Semester öffnen für Mitglieder unserer Partneruniversitäten. Da können wir all das einfließen lassen, was wir von den Kindern und Jugendlichen gelernt haben. Und wir werden tatsächlich, wir sind jetzt in der zweiten Projektförderphase, wir werden auch wieder eine zweite Ausgabe des Future Labs planen, die dann im nächsten Jahr, im Herbst nächsten Jahres stattfinden wird. Und parallel gibt es eben dann die Forschungsarbeit noch von Professor Fechter, die da eben auch verschiedene Impulse wieder rausnehmen kann und das vor allem auch in der Zusammenarbeit mit ihrem Partner, der norwegisch-technischen Universität, weiter vertiefen kann.
Dazu hat Frau Fechter mir auch noch mal eine Folie mitgegeben, zu der ich persönlich, da ich leider nicht so sehr im Fach stehe, nicht besonders viel sagen kann. Aber ich denke, diejenigen von Ihnen, die vielleicht aus dieser Richtung kommen, können vielleicht mit den hier kurz angerissenen Debatten auf wissenschaftlicher Ebene auch schon etwas anfangen oder das noch weiter einordnen. Aus dieser Forschungsarbeit heraus war es, Frau Fechter, auch nochmal wichtig, darauf einzugehen, wie wir als Erwachsene eigentlich vermeiden können, zu paternalistisch, also zu bevormundend vielleicht auch mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir müssen oder wir sollten darauf achten, auch die Meinungen der Kinder und Jugendlichen wirklich zu respektieren. Wir wollten sie aktiv in Entscheidungsfindungen mit einbeziehen und vermeiden, eben Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg zu treffen. Wir sollten wirklich auch versuchen, ihnen Entscheidungsmöglichkeiten auch zu bieten. Das heißt, sie mit einzubeziehen, ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten anzubieten, helfen, darüber zu diskutieren auch, ihnen aber auch den Raum geben, eigene Fehler zu machen. Das heißt halt auch, Fehler nicht immer gleich zu sanktionieren, sondern eben die Kinder dabei zu unterstützen, auch eigene Problemfindungsstrategien, Problembewusstseine zu entwickeln. Das Ganze eben auch möglichst in einer Art und Weise, die eine Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht und eben auch den Kindern und Jugendlichen einen gewissen Respekt entgegenbringt. Das Ganze sollte dann eben im besten Fall darin münden, dass man eben gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen plant und dann auch durchführen kann. Jetzt hängt die Folie, glaube ich. So. Und daraus abgeleitet dann eben nochmal die Ratschläge, wie wir in der Universitätsverwaltung oder auch allgemein als Erwachsene uns vielleicht verhalten können, um eben Kinder und Jugendliche aktiv als gesellschaftliche Akteure auch zu aktivieren. Es geht dann eben wieder darum, die Teilnahme, Partizipation auch wirklich aktiv zu ermutigen. Es geht darum, ihnen durch eben Bildungsformate die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, sich als gesellschaftliche Akteure auch zu verhalten. Selber natürlich eben auch wieder mit gutem Vorbild voranzugehen und eben ein Vorbild zu sein. Es geht darum, an den Universitäten oder eben auch in anderen Kontexten immer wieder auch sichere Orte zu etablieren, in denen sich die Kinder und Jugendlichen bewegen können. Das Ganze mündet im besten Fall eben auch wieder darin, dass wir den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, selber auch Leadership zu übernehmen. Das heißt, auch selber eigene Projekte und Ideen mit voranzubringen. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir eben mit diesem Future Lab versuchen wollen und aber auch mit anderen Aktivitäten bei uns im Enhanced-Netzwerk immer wieder versuchen wollen, eben Prozesse oder Angebote, Code zu designen mit Studierenden dann in dem Fall. Das wäre dann jetzt auch so langsam schon mein Impulsvortrag gewesen. Und ich würde die letzten Minuten dann ganz gerne nutzen, um nochmal auf Ihre Fragen vielleicht auch einzugehen. Bin gespannt auch auf Anregungen vielleicht oder ob es vielleicht auch sogar ähnliche Formate oder ähnliche Konzepte bei Ihnen an den Universitäten schon gab. Vielen Dank.